Sigma. It's after 0230. Frohes Neues! We're not gonna be injected with the drugs. The game is over. There's no more reason to make us sleep. Akane will come back. Right? If she doesn't, then we'll be stuck here. Sigma? Do you want to try again? Try what? Turning on the transporter. It's pointless. We've tried a bunch of times already. Okay. We did everything we could, but it's still as dead as a doornail. Once a transmutation has occurred, it takes roughly 10 months to recharge. It dauert ein bisschen. So, what should we do for now? Die Bar leer trinken. Checked out the counter at the bar. Er versteht mich. It seems like we're good on food for a while. How long will it last? With frugal eating, we'll have enough for 10 months. That long? I did say frugally, didn't I? My calculations are based on half a can a day. That's nicht so gut. You remembered to include Gab, right? Of course. There's no way I could abandon him. Warum nicht? Let's rest for now. We'll figure things out when we wake up. Okay. Ah, das Bömmchen. What is it? Does something seem different about this now? Like what? I thought there were balls inside here. Maybe it was your imagination? Dass die ganzen Killergeräte wurden uns außer Kraft gesetzt, damit sie nicht umbringen können, oder wie? Und nur diese Bombe. Eat. I'm not hungry. Just do it. Wenn Gab das essen kann, kannst du auch das essen. Ravioli sind nicht so scheiße. 10 Monate später. I knew you'd be in here. I actually don't really like this room. Warum wohl? But when I'm here, I feel like there's a chance I could remember. Do you mean Fi? How did you... I feel the same. For some reason, I can see her face when I come here. Do you know what this is? Hey, that's Fi's brooch. Why do you have it? I don't know. It was in my pocket for some reason. Dieses Hin- und Hergespringe macht langsam ein bisschen mehr Verwirrung als Gutes für das Spiel, für meinen Geschmack. Zumindest wenn ich jetzt gerade vorher genau in der Szene war, wo sie verbrannt wurde. Fi's safe, right? I truly wish that's true. Please, open the door! Open it! Why are you doing this to us? You can hear me, can't you, Zero? Baby, Wally. I know you're hiding somewhere, just watching us! You could at least tell us why! Zero! Zero! Da habt ihr eure Duschen. Aber offenbar will sie keiner benutzen. Verdammt.
voll die Wasserverschwendung, ey. I wonder how long it's been now. 2 weeks. You kept track? I've been working the wall. Es dauert noch ein bisschen, meine Lieben. It's so peaceful. Really? Does that sound weird? There's no war here. No violent murders, no rapes. No innocent children being abducted? It's all going on in the outside world, though. But at least this way, we don't have to know about it. That's why it's peaceful. No horrible bosses, no annoying drama between coworkers. You don't have to worry about seeing how happy your friends are on social media. Guter Grund. Like, I have a new boyfriend, or my child just turned one. Look at all this amazing food I ate at this gorgeous restaurant. I got tired of seeing it. It's all just like this. That's... Do you know Maeterlinx, the blue bird? This is a music box using it as a motif. Er kennt's nur zu gut. Nothing. So, what about it is the same? You know how, in the end, the bird was in Tyltyl and Mytyl's home all along? They traveled all across the world in search of it. This feels similar. I guess... I mean to say, happiness is closer than you think. In this shelter? Yes. I'm sorry, Diana, but your interpretation is wrong. In the original work, the bluebird escapes the cage and flies away. Happiness will slip through your fingers the moment you believe you have it. Und Sigma macht wieder alles kaputt. It's implying that the process of dreaming is true happiness. Well, you just ruined my dream then. Dankeschön. Touché. Sorry. You won't disappear. Will you? Sigma? Stör mich nicht, ich bin gerade dabei zu verschwinden. Wie in all der Zeit Sigma noch kein Bart gewachsen ist, Leute. Ist erstaunlich, ne? Hey, what are you doing? I'm sick of only eating this crap that tastes like dog food. Diana. We've been trapped in here for a month now. What in the world is Akane doing? It's possible that she doesn't remember anything about it. I'm sure she still had the bracelet on when she left here. And if so, then there's a chance that Zero injected her again so she'd for... No, that's not it. Akane... Akane betrayed us! She murdered Carlos and Junpei and abandoned us just to escape on her own. Maybe Carlos voted for Q-Team because she manipulated him into doing it. Diana, what's gotten into you all of a sudden? Half a month ago, you were happy, saying it was peaceful. That was then. This is now. Logic. Has something changed? No! Nothing's changed. Not a single thing. That's why I'm annoyed. Yesterday, today, it's all the same. Same scenery, the same can.
I feel like I'm losing my mind. Nachvollziehbar. Ugh, it's all Rebecca's fault. She was the head nurse. Ugh, she was the one to suggest I join this experiment. I'm not so sure you should be blaming her. You had another reason for signing up for the experiment, didn't you? You're single now, but Diana, you were married before, weren't you? Yes, but why do you know that? When you were married, your husband often resorted to beating you. Uh-oh. He was an alcoholic and recently unemployed. He screwed up at work, garnering a large debt, if I recall correctly. Sigmar mit seinen Zeitreisehausaufgaben kommt. The two of you dated. You came across as serious and kind, but no longer. He drank to his eyeballs, was always gambling, and would laugh while he kicked and punched you. For no reason. That was his true face. Of course you left him. But even after the divorce, he persisted in following you around. He'd ask you for money, sex, and if you said no, he beat you black and blue. He's even stopped by the hospital cafeteria. You were having lunch with a coworker of yours. He showed up out of the blue, screaming his head off, and flipped the table. Every time he went off on you, he'd always end with, "I love you. I love you so much, Diana," and weep. His pain called out to you, and you'd always find yourself caving in. In order to cut all contact with him, you figured the only way it'd work would be to seclude yourself. That's when Rebecca brought it up. I heard about a job at an experiment facility called DCOM, so you... Stop! Stop it! Ich wollte sagen, es ist nicht sehr taktvoll, das von Sigmar aufzubringen. What is the meaning of this? Why do you know? Would you believe me if I said I heard it from you? Nö, anscheinend nicht. Stop playing around. Jetzt wird die Bar leer getrunken. You should probably stop now. Can't you leave me alone? Hey, what are you doing? You're not acting like yourself. You're the super weird one here. Ugh, it's been a whole month and a half. How can you be so calm about all this? I have some experience with this kind of thing. Stop talking your nonsense! Give it back! No. I said give it back! Ui. Verdammt! Hey! Look what you did! Hey, stop! Und sie ist durch. You're so silly. You thought I was serious? Like, I'd actually like that? Diana, you're... I can't take it anymore! I'm so sick of this! Hey, sleep with me? Do you... hate me? Of course not. Then sleep with me. Come on, hurry! Reagiert jemand nicht allzu gut auf den Alkohol? Oder zu gut? I see. You don't have the balls, coward! Then, how about... Won't you kill me? Please,
Kill me. What are you saying? I'd rather be killed by someone now than wait to die, wasting away in this... Jetzt darf er mal zurückbrettern, sehr gut. Just cut it out. Wait, where are you going? I'm sorry. It's all my fault. Forgive me, Diana. I could see how you felt. I knew you were crying out for help. But not once did I offer a hand. Oh, Lola Brown. I couldn't. If we got too close, then I felt like something would shatter. You said the shelter was peaceful. That happiness could be found here. I knew you were putting on a brave face. In reality, the one who believed what you said was me. It's just like you said. I'm not brave. I'm a coward and a wimp. Deep down inside, I was scared of change. I didn't want to lose you. Like that time. Like that bluebird. I'm so sorry, Sigma. Game over aus, Blende. Nein, es ist erstmal rumgemacht. Okay. Und ausgerechnet da drin. Okay, wie ihr meint. Man hat nicht die Zeit, irgendwo in ein anderes Zimmer zu gehen. Es muss hier sein. Na denn. I have a dream. You want to go to the moon, right? You've been obsessed with it since you were a kid. Even your name, Diana, comes from the goddess of the moon. Hey, Sigma, can you tell me now why you know so much about me? I've lived with you for 3 years. So I know almost everything about you. Huh? It's not your fault you don't understand. I'm talking about the future. But this history doesn't mean it's an extension of that one. It's a different one. Okay, so hypothetically, let's say right now we're on this knee. If you continue on the path, you'll only reach the end of the right toes. You'll never go to the left ones. I was just talking about the left leg path. Zeitreisen für Anfänger. I started talking nonsense again. Sigma? Are you really from the future? Yep. You believe me? Yeah, I do. I think
It rather makes the dream better. Mein Held aus der Zukunft wird mich irgendwann mal zum Mond bringen. Ah ja. Nochmal 3 Monate obendrauf. Sehr gut. I need to tell you something. Und wir haben eine kleine Familie. I may be. Haben die das Model dafür geändert? Oder ist das jetzt, glaube ich, gleich wie vorher? Und nochmal viel später. Auch wenn wir jetzt genau das Datum wissen, wissen wir nicht, wie viel später es im Vergleich zu den 3 Monaten vorher war. You did amazing, Diana. It's a healthy boy. Wait! Hold on! Something... Bitte sag mir nicht, dass es jetzt irgendwie um Zwillingsnamen jetzt darum geht, dass das Namen sind. Cute. They're so cute. Es ist gruselig. Dieses Bild ist so gruselig. Fraternal twins. Er sieht so unrealistisch aus. You didn't realize? I did have a hunch. But I couldn't be sure. It doesn't matter. As I'm just glad you gave birth safely. Even in a place like this. It's all because of you, Sigma. Thank you. Stop. I didn't do anything. You gave me your food as soon as you knew I was pregnant. You were the one who did all the work. Thank you, truly. I couldn't be more proud. You know how people claim unconditional love? I hated that phrase. I thought it was a lie. Und jetzt taucht Feier gleich auf. There's no way something like that exists. Well, I'm a selfish bastard. Every time I help someone, in the back of my mind, I'm expecting recompense. Whether it be gratitude, praise or for a... Sehen Sigmas Augen gerade irgendwie merkwürdig aus? Seht ihr das auch? Ich meine, die sehen irgendwie aus, als hätte er richtig nicht geschlafen gerade, aber nur in diesem Blickwinkel hier gerade. Das sehe nur ich das von gerade. Das sieht merkwürdig aus. Higher power to approve of me. But now I know. There really is such a thing as unconditional love in this world. There's no doubt in my mind that I'd give my life for them. Not for gratitude. Statusbildschirm, soll ich Leute? I don't believe in God, so it's not for God either. I need nothing in return. I don't care if I fade away. I just want them to be safe. And to survive. That's all I ask. Gab, listen to me. What? You know that biscuit I just gave you? What? That was the last one. Oh. There's nothing else left. Nein, nicht der Hund! Thanks for everything. We've gone through so much pain. You always listened to me when I vented to you. You saved me many times. So, thank you. Diana, I want to show you something. Follow me. Hatten Sie jetzt gerade irgendwo den Namen der Zwillinge genannt? Weil ich hatte jetzt zugegebenermaßen das irgendwie vielleicht übersprungen, aber... Wenn wir von Zwillingen reden, wäre das wohl das Passwort möglich für diese Bildergeschichte. Das war da nix. Bla bla bla, sie sind süß. Bisher noch nicht.
Wollte gerade sagen. Na gut. Also er wollte ja den Statusbildschirm. Verdammt, jetzt kann ich natürlich gerade in dem Moment nicht mehr drücken, wo aufgeblendet wird. Spiel, unfair. Ja gut, komm her. So. Tot. Akane am Leben. Q ist am Leben. Fire ist am Leben, okay. Ach, manche von diesen toten Bildern sind wirklich herrlich. The transporter's turned on. I came by earlier and noticed it. It appears to be completely charged. Sigma, don't tell me. That's right. I'm transporting these two. Oh, yeah. What? Don't worry. Transporting them doesn't mean they'll disappear. Their original bodies stay behind after they're scanned. Then... Are you going to say it's pointless? We're out of food. If we simply do nothing... Ich hab eine böse Vermutung gerade. You understand? I'm sure you remember. But it'll take another 10 months to recharge. So... You're saying... This would be the last time we can use it, then? Ja, beim letzten Mal seid ihr auch nirgendwo anders gelandet, von daher macht keinen großen Unterschied, oder? We can't stay with them. I know. Each pod must only hold one body within it. Two or more people cannot go into a single pod. Where do we send them? Not the future. It's too dangerous. Then, the past? There's no point to send them to the near future. Sometime before Zero obtains this device, they'll have to go before the year 2009. Diese beiden Kinder werden einmal 9/11 verhindern. Did you think of a name? What about you? Remember? We promised. I'd name him if it was a boy. Ich hab eine Vermutung. Then we'll start with the boy. Sigma, your name is from the Greek letter Sigma, right? So, I thought, why don't we name our son Delta? My first initial is D. And then to connect that D to a Greek letter. Stiff, funktioniere. Delta? I like it. Wäre schön, wenn mein Stift jetzt nicht auf einmal aufhört zu funktionieren. Dankeschön. What about the girl? Well, oddly enough, I was considering a Greek letter too. I want to use the one that means the most to me. Is it? Phi. Yep. I'd like to name our daughter after her. Yep. Phi. I think it's perfect. It's a wonderful name. Oh, hold on just a minute. Du willst es nochmal sehen? Moment. Flow. Nein, nicht Flow, ne, Lock meine ich. Hamina, Datum. Es muss eine leere Zeile sein. Auf der rechten Seite theoretisch so eine. Nein, das war noch davor, wenn da. 16.11. Ich hab's mir irgendwie schon gedacht. He gave them their names. It wouldn't be right if someone changed them, would it? Ich wollte gerade sagen. Oh Gott, ich hatte gerade so einen ganz miesen Gedanken. Stellt euch vor, die nehmen die Babys und schreiben das so voll auf die Stirn drauf. Da würde ich mir irgendwie verarscht vorkommen.
That's... Fi's brooch. You're sending it with her? Yes. In Delta, I want to give him this. The Blue Bird Music Box. Are you ready? Let's begin. Ihr solltet vor den Deckel zumachen, damit das funktioniert. Okay, danke schön. Ah ja, die schreienden Pötte. Wir erinnern uns an den Soundeffekt. Und an den, ja. Ende Gelände. Oh, wirklich, sogar mit Dings. Ja gut, das zählt als Ende, ne? Aber ich hatte ja gesagt, das kommt erst, sobald wir durch sind. Die Ending 2. Die Zwillinge. Ach, verdammt, ich hasse das. Das heißt, das Spiel muss diese ganzen blöden Game Overs und den ganzen Kram hervorführen, weil wenn ich das nicht machen würde, dann würde Fein theoretisch nie existieren und es würde niemals dieses Spiel zusammenkommen und so weiter und so fort. Oh, das ist der Sinn dahinter. Ach, ich hasse es, wenn sowas Sinn macht. Haben wir nicht was Neues jetzt? Nein, gut. Das heißt, theoretisch müsste ich jetzt im Flowchart Passwörter, sie sollten ja gucken nach den Passwörtern für die Tür. Der Hinweis war, Nabend Björn, müsste dann ja hier die Tür der Wahrheit sein, theoretisch. Anything? All I can tell is that it's an 8-digit number. Ach, die Nummer. Das Datum? Das ist ein Visual Novel. Eine Geschichte darum, wie wir die Welt retten und Mindfuck ist. Ich sag's dir direkt, gib dir keine Mühe, jetzt einzusteigen. Das ist, als wenn du jetzt bei Harry Potter auf einmal rausfindest, dass der Gefangene von Azkaban ausgebrochen ist. Also ich meine, das ist kein großes Geheimnis, aber das wird dir nicht viel bringen. Oh Mann. Wenn's das Datum ist. Konntest du mir das eingeben? Scheint zu klappen. Oh, it opened. Let's go. What is this? Der Schrotflintenraum. Let's try opening one. Lass mal schauen, ob Mira tot ist. Nein, Eric! Sag, Eric ist tot! Bitte, Eric ist tot! What? Tot. Hey. Eric! Nein! Sigma! Diana! What's going on? We'll explain later. Can you move? Fucking hell. Oh, damn. My head really hurts. Hey, Eric, would you mind telling me? How did you get here? Huh. That was what I was going to say. How did you guys get into Ward Q?
Thymon, das liegt wahrscheinlich daran, weil englisches Datum umgedreht ist mit dem Lesen. Wahrscheinlich haben sie beide Lösungen reingemacht, vielleicht für Europäer. Oder bei der Konvertierung für Steam, dass sie beide Lösungen sozusagen in den Code eingegeben haben, damit wir, wenn ich jetzt den 11., na gut, 11, 16, der 16. Monat des Jahres, klar, wer kennt den nicht, aber ja, warum nicht, ne? Word Q? Beziehungsweise, nee, Quatsch, ich habe mir gerade den 16.11. aufgeschrieben. Das heißt, theoretisch habe ich es falsch rum eingegeben gerade. Ich habe die deutsche Schreibweise fürs Datum eingegeben, aber die englische hätte eigentlich richtig sein müssen. Das heißt, extra für uns haben sie die deutsche Version eingeführt oder die europäische, je nachdem. Interessant. Oh. This is... Well, let's just open the rest of these. Und abschießen. Das ist Q. Huh? Who's this? Oh yeah, you haven't met him before. Why is such a small child here? Moment. Sie haben Q nicht getroffen. Ja, aber er war doch auch in den Zellen am Anfang drin, als der Münzwurf war. Können sich jetzt nur nicht an den Münzwurf, an die Geschichte erinnern, deswegen nicht an ihn? Oder saß einfach eine ganze in der Ecke und deswegen haben sie nicht gesehen? Das ist ein Kind, in Anführungszeichen. Who are you? We're... It's Diana and Sigma from D-Team. Diana and Sigma? Wait, but... Ein neuer Follower, Axel F. H. Danke fürs Followen. Willkommen zu Mindfuck. I want to check the other pots first. Hey, Eric, what's going on? Don't ask me. Don't look at me. I have absolutely no idea. Bitte nicht Mira, 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 bitte nicht Mira. Bitte Mira, sei tot, bitte Mira, sei tot, bitte Mira, sei tot, bitte Mira, sei tot, bitte Mira, sei tot. No. Is this a joke? Nein, nicht Fei, bitte nicht Fei. Nein! Nein! Yes! Gut. Mira? Glück gehabt. Mira? What's wrong with Mira? Oh, das Gute ist, jetzt Eric ist im Raum mit Sigma. Das heißt, selbst wenn Eric ausflippen sollte, haben wir Mighty Sigma da, um ihn aufzuhalten. Endlich mal! No! No! It's a trick! Hey, Mira! Snap out of it! Please, Mira! Wake up! What the hell happened? Hey, what about the other ones? I know. Das weiß ich auch nicht, Bjorn. Der nächste. Finden wir jetzt alle Charaktere hier drin? Das wär's. Noch jemand sehr totes. Immer halt dieser Herzschlag. Immer diese Ausblende. Wow. Akane. No. This can't be. Even Akane. Das sieht don't die. You can't die. Aus wie der Strang, wo sie mit Carlos aneinander geraten ist, mit von dem Blut her. Please no. No. Ich bin gerade froh, dass Sigma unser Protagonist in dem Sinne ist, in diesem Moment hier. No. Nicht fein, nicht fein, nicht fein, nicht fein, nicht fein. Okay, sie ist umgefallen, na gut. Hallo Junpei. Wenigstens wurden die Teile wieder zusammengesucht von ihm, ne? Und hier reingelegt. What the fuck? Ja, okay, da kann ich verstehen, dass sie zusammenbricht.
Ja, das ist definitiv das Carlos. Die Richtung, wo Carlos überlebt hat anscheinend. Akanes Kettensägenangriff. We investigated the other pots while you were unconscious. Shit. One was empty, but the other three. Der Rest. Don't. You shouldn't look. Be lucky if you only faint if you see it. Oh. I'm all right. I've calmed down quite a bit. No. It's not really a matter of being calm or not when it comes to this. The truth is beyond comprehension. Ach, und deswegen dürfen wir es dem Spieler nicht zeigen, oder hey, wie? What are you doing? Isn't it obvious? I'm going to show her. Hey, stop! Oh. Okay. I knew it. You knew? Hey, ich will auch noch mal kurz den Flowchart sehen. Sekunde. Nein, das meine ich nicht. Verdammt! Den meine ich. Wir sind den Weg lang gegangen. Verdacht? Wer hat Junpei getötet? Carlos Sünde. Carlos hat sich selbst umgebracht? Moment, Carlos Decision. Nee, Carlos hat Akane umgebracht, deswegen, das ist die Sache. Carlos ist ja nicht hier anscheinend. Wenn die anderen drei Leichen von denen sind. Porträt untersuchen, grüner Raum. Grüner Raum ist der Podroom gewesen. Wer hat Mira umgebracht? Genau, das war genau dieser Raum hier mit den Hammerrätsel. Und nachdem jetzt Eric und Q die gelbe Tür gefunden haben, wurden sie anscheinend eingeschläfert, wie es aussieht, und in die Pots verfrachtet mit allen anderen bisherigen Opfern. Sozusagen so Zwischenaufbewahrung. Und jetzt sind die anderen beiden, also Diana und Sigma, doch mit der Zeitmaschine doch jetzt, glaube ich, hier gelandet, oder? Das war ja dieses Kopieren hier herüber. Das heißt, wir sind jetzt gerade hier, wo wir als Sigma und Diana-Klon rumlaufen aus einer anderen Zeitebene. Die sehen, wie die drei durch die Entscheidung der Halsbänder gestorben sind, weil Köpfe ab. Wäre jetzt meine Interpretation. What did you mean by that? Have you told them about transporting Sigma? No, not yet. I see. Transporter? What the hell are you talking about? There's this machine. You can transport physical data through space-time. What's she talking about? Sigma. Do you remember all of the blood in the healing room? I think that may have been our blood in there. These are our bodies lying here, from this history. You don't mean to say we were executed because of the 1330 vote? Oh. I think so. War das Q oder Carlos? Ich weiß gerade gar nicht. What? Oh my god. Then it was all for nothing. We transported to find a history where Phi existed. Oh. Hey! What the hell is this nonsense you're going on about? Bring ihn um. Sigma Ausraster, bitte. Diana. I said answer me! Just calm down. Calm down? Calm down? My girlfriend's been murdered! How the hell am I gonna calm down? Wenn ich dir die Hände um den Hals lege, mein Lieber. Ach, wie schön, dass Zero beschließt, jetzt gerade nochmal die Sachen einzublenden, was hier passiert ist. Dankeschön, Zero. Vielleicht solltest du vorher mal zeigen, was mit Junpei passiert ist, hä? Damit wir so ein bisschen die Lücken füllen können. Die ganz lange Version brauchen wir aber eigentlich nicht, Leute. Das Spiel kennen wir. Wir haben das schon selbst gesehen.
did we just watch? Where is Carlos, by the way? Don't know. Now announcing the current casualties. C-Team, Akane, Junpei. Q-Team, Mira. D-Team, Diana. Phi, Sigma. So ungefähr. B-6 are now deceased. As a result, 6 X-Passes will be revealed. June, Jump. June und Jump hatten wir auf jeden Fall schon. Virgin. Ich glaube, die haben alle schon. Warte mal, ich will es nur kurz nachgucken. Ich will nur ganz kurz nachgucken. I Kill Fool hatten wir schon oft genug. Genau, June und Jump hatten wir. Virgin hatten wir auch. Blue, Red, Milk. Ja. Das heißt, Virgin muss eigentlich Mira sein in dieser Sache. Habe ich auch aufgeschrieben gehabt. Passt. Passwords. Then that means. Ihr seid Zombies! Damn. Carlos is going to beat us! Ja, lasst ihn stehen. Lasst ihn stehen. Das wird auch so weitergehen, Bjorn. Du wirst weiter nichts verstehen. Tut mir sehr leid. This is. The lounge for Ward D. Ward D? Diana? Sigma? How did you guys get here? Carlos! And you're... Don't move! Huh? Drop it! What? My axe? Exactly. I think there's a misunderstanding. Just shut up and toss it away! Immerhin so vernünftig ist er noch. Carlos, your injury. Akane did this. Akane? Well, I didn't see her do it myself. It's a long story. Hey, look at that, over there. The X-Pass input devices. Nein! Sabotage! No! That means the X-Door won't... Did you do that with the axe? Why? Look again. Just look at how there are bullet holes everywhere. Then who did this? Schrotflinten, Eric! Ihr lasst euch jetzt nicht von Eric umbringen! Nein! Eric! Nein! It's hazy. But I remember. What happened before I was put to sleep. Nein! That's how I knew. There was a shotgun in the pod room. Eric! Don't be rash. Rash? I'm telling you, drop the gun. Sorry, but I can't do that. I have to make sure. I shoot the one who did it. Shoot who did it? I know it has to be one of you who killed my Mira. Spit it out! I'll spare the others, if you do. Hey, wait! Are you gonna... Know how you can be sure to win at horse racing? You bet on all of them. One of them has to cross the line first. Ja, aber da gewinnt man kein Same Geld mit, mein Lieber. Concept. If no one admits it, then I'll kill everyone here. That way, I'll know for sure I got them. Sigma, bitte, hau ihn um, irgendwie. Ich vertraue dir gerade doch am meisten. Du hast zwei Arme. Then, does that mean you don't believe me and Sigma? You kidding? Your whole existence is suspicious. You guys must be some sort of fake Diana and Sigma. What? That's absurd. You're the ones being absolutely ridiculous. Ihr hört den Mann. Transport. Zooming through space-time? Ha! Don't make me laugh! If you're gonna lie, come up with something better. We're not making it up. Don't lie! You're the ones who killed Mira! We didn't! Then who the hell was it then? Okay, hold on.
Kommt immer jetzt und wieder Namen eingeben. So, Carlos. You're finally admitting it. No, it wasn't me. Don't play dumb. I know you were the one who killed Akane. We all saw the footage earlier. So, not gonna deny it? It's true, I may have killed her. Vielleicht. May? Even if I did, I mean, it wasn't what I did right now. Nah. What are you even talking about? I doubt you'd believe me if I explained it. Go ahead and try me. Better not. I shifted from another timeline. What? Did you just say shift? So, does that mean you transported here too? No, that's not it. The two are fundamentally different. Cut it out! I am so sick of this shit! We all know for a fact that Carlos killed Akane! That's not wrong. I bet the one who killed Junpei and the one who killed Mira too! No way! I had nothing to do with the two of them. And besides, how in the world could I kill Mira? I'm part of C-Team. I was limited to the space in Ward C. And Mira was... a member of Q-Team. Right. There's no way I could have killed her. Wait, aren't we in Ward D? We just walked right over into another ward. There has to be some kind of secret door. No, I'm not really sure that's what it is. I think we were... Was? Muss ich jetzt eine Eingabe machen? We were? Wehe Spiel. Okay, Musik. Wehe Spiel. Ist Eric jetzt noch da oder was geht gerade ab? Ist jetzt eine Rückblende? Ist das jetzt ein Moment, wo sie ihn dazu gebracht haben, das Ding abzulegen? Could you do something for me, Eric? Please shoot at the wall with that shotgun. Why should I? Just do it, please. Okay, fine. Und auf einmal hört er zu. Oh. Hi. Hologram all along. Okay. This is... You're kidding me. The wall. Not just the wall. The floor. The ceiling. The sofa and the tables. I knew it. It's just like the healing room walls. Healing room? What are you saying? So we all really were in the same ward after all. The same ward? No. Maybe it's more like this shelter never had wards in the first place. Does anyone have their map? For Ward C and Ward Q. Yeah. I have ours. Could you show me? First is the map for Ward C. And this is Ward Q. And this here is the map for Ward D. If you rotate the angles of all three of them... Oh mein Gott, 3D! 3D-Effekte! Boah, jetzt wisst ihr, wo das Budget geblieben ist, Leute. Da ist es! Da ist es! Alles ein Wort, nur eben andere Wege offen. I can't believe it! You're saying the wards were next to each other? The decontamination room, the prep room, and the lounge just looked different. So, they were all the same place? This lounge was shared by members of all three teams. But then, how did we never bump into each other at some point? Schlafdroge. True.
We all should have been right here for the vote at 1330. I think that was because of this thing here. The bracelet. Carlos, where's yours? I've got it. Oh yeah, your left hand. I'll explain later. Könnt ihr bitte Eric mal die Schlagkarte abnehmen? What about my bracelet? Could you check your current time? It says 23:23. And now, let's have you two check. Huh? My bracelet says it's 21:23. Nee, das andere Uhrzeit. So does mine. Finally, Sigma and I. Yep. It's like I thought. 19:23. Which one is the right time? None. That isn't really important right now. The fact that the displayed time is different for each team is what's important. How about we use C-Team's time as a base? That would mean Q-Team is 2 hours behind, and D-Team is 4 hours behind. The bracelets have a built-in time lag. In other words, Q-Team didn't vote at 1330, but at 1530 instead? Yes. And then D-Team voted at 1730. So you're saying the three teams were never awake at the same times? Yeah, when one team was awake, the other two were sleeping. Inside the pods. So that's why none of the teams ever saw each other. That's all I figured out. But looking at these times, I realized something else. What's that? The sleeping drugs in the bracelets for Sigma and I are gonna be injected soon. How could I forget the 90-minute active time? But if that's right, then your memories... Oh, you'll forget everything that just happened. Not good. What can we do? Don't worry. I have an idea. Der Hund. Es ist so wie immer merkwürdig, wenn das Bild auf Gab wechselt. Einfach nur, weil, ja, macht ihn sehr vertrauenserweckend. Wow, this is the transporter room? Yes. It's just like what I said on our way over. Do you think this will work? We won't know until we try. Let's try using what I gave you earlier. So, we don't have to do anything right now. Right. If we go by Zero's schedule, Q-Team should already be asleep. It's time. Now, it's time for you to sleep. When next you wake, know you will have no memory of these past 90 minutes. Pleasant. Now, Sigma! Got it. Dreams. What? I think it must have worked. Woohoo! That card thing stopped the injection from the bracelet. Hey, what is that? I'll show you. It's not man-made. Some sort of alien intelligence created it. Okay, uh-huh. Well, not that you'd believe me if I told you that. Okay. Eric ist wieder beleidigt, sehr gut. Dann ist alles okay. Aha, okay, wir sind jetzt da offenbar freigeschaltet. Und nu, was kommt jetzt? Wir haben was Neues, hurra, offenbar geht's da weiter. Und verdammt, Eric hat immer noch die Shotgun, wie es aussieht. Mann, Fresse! Könnt ihr dem Idiot nicht mal die fucking Shotgun wegnehmen? Gut, schauen wir mal rein. Was, wie weitergeht? Hurra, hey. Leute, mein Fuckland geht gerade schon wieder los bei mir. Get back. Jetzt haben wir nicht, er will Mirror da reinpacken, um sie zu klonen in andere Zeitzonen, oder wie soll das dann aussehen? Ich sehe es doch kommen. Okay, I get the whole location and time part.
We were never really separated, but trapped in the same ward from the start. Time, on the other hand, was the reverse. We weren't awake and moving all at the same time, but at separate times. But so what? That just means I doubt you even more now. Und wir sind wieder beim With Thema. This, your alibis are completely gone. If we were in the same places, but at different times, then anyone could have done it. Whoever killed Mira and Junpei is one of us. Yes, exactly. Sag das bitte nicht laut. The most suspicious are you two, Diana and Sigma. Though I guess alibis aren't necessary for you guys. Being fakes, you could move around since the rules wouldn't have applied to you. Please stop! I already told you before that neither one of us are fakes. We transported to this timeline via that device over there. Go ahead and turn it on then. Well... We can't. And why not? After the transporter has been used once, it won't work for a while. It takes at least 10 months for the energy to fully charge again. Would you cut that shit out? Wait. If you use it, it won't work for 10 months? So, if it's never been used, it'll definitely run, right? What are you plotting? Hey, this doesn't change the fact that you're still among the suspects. Well, there's no question with you. We all know you killed Akane. We saw the video footage of you doing it. Like I said before, I wasn't the one you saw kill Akane. It was the me who was originally in this history. Hey, asshole. Go ahead. Go ahead and spout more crap. I'll shoot you. It's the truth. It's the truth, I swear. Oh, dieses Gesicht, er will immer nur schlagen. It seems like Akane and I found Junpei's body in the pantry in this history. Junpei's killer was unknown. But Akane assumed it was me. And that's how you lost your left hand? I can show you the wound, if you still doubt me. So, you're saying it was all in self-defense? You attacked Akane because she was about to kill you. Hey, isn't that enough, Eric? Could you please put down the gun for a second? Huh. He's different from how he was in the other history. There was something off about him then. Stimmt, er erinnert sich an den Clone Q, den roten Augen. Ja gut, Carlos weiß noch nicht von den Klonen. Different person. Fine. Why don't you just show me this shift thing you're claiming you can do? All right. Okay. Wait. You're going back? I'd like to check something before I do though. Diana, how exactly do you use this transporter device? Oh, it's checked energy side. It won't work for 10 months. I know. I'm asking if we were to use it. Well, there are these slots. You need to put the cards in the right order. The nucleus will turn on. And then... Okay, I got it. Thanks. Sorry to make you wait, Eric. Jetzt kannst du auf mich schießen. Taking me for a fool. I have to save them. I need to go save Akane and Junpei. What the hell? But they're already... Yes, they're dead in this history. But they're still alive in the other one. So I'm going back to save them. It's something that
only I can do. Dieses Shiften, was in diesem Spiel ist, ne? Jetzt, wo es Carlos einmal erklärt wurde von Junpei und Akane in der anderen Zeitlinie beim Generator, es ist irgendwie so ganz normal geworden, ne? Wo es in Virtuous Last Reward, wo man das alles noch mühsam ausklamüsern musste, wo man sich so denkt, scheiße, wir werden gleich sterben. Jetzt steht Carlos hier und denkt sich so, okay, schieß auf mich, ich kann wenigstens damit die Vergangenheit reparieren. Wir können Eric jedes Mal eine Schrotflinte in die Hand drücken und Carlos kann weiter in der Zeit zurückreisen und irgendwann die Ermordung, kann irgendwann das John F. Kennedy-Attentat verhindern oder, keine Ahnung, er kann Hitler irgendwie aufhalten oder sowas. Das ist jetzt alles Carlos mit der Weltenretter himself, ich sehe es kommen. I told you. Next time you talked crap, I'd up and shoot you. Then do it. Huh? You heard me. Shoot me. Los, Weigling. I told you earlier, didn't I? Our lives have to be in danger for our shift ability to manifest. Don't worry. I won't die. Even if this body is destroyed, my consciousness will be... Yep. No! Carlos! No! No! Legst du jetzt endlich die Schrotflinte weg, mein Lieber? Wo geht's weiter? Eigentlich immer noch mit Carlos, ne? Ja, denn jetzt dürfen wir wieder hierhin in den Billardraum und mal wieder Münzen flippen, oder wie sieht's aus? Die drei Würfel, genau. Wir haben die Würfel richtig geworfen. Junpei hat das mit dem Ring mit Akane, glaube ich, gemacht gehabt, als sie Zeit gekommen sind. Und was passiert jetzt? Ah, okay, da landen wir jetzt. Offenbar. Super Saiyajin Genki Dama! Und nu? Okay. Kopfnuss. Angriff. Der Effekt ist nicht so toll, wie er denkt, liebe Entwickler. Ein weißes Bild. Nein, nicht wirklich. You're fucking kidding me. Deswegen mag ich Junpei. Explanations can wait. We should get going before he starts moving. You say that, but where? That door. There's a device on the other side. It can get us out of this mess. Let's go. Wenigstens verstehen Junpei und Akane in dieser Situation, dass sie nicht lange zögern dürfen. Die wissen, was abgeht im Vergleich zu Leuten wie Q und Eric. Leute, ich sag's euch gleich. Das ist gerade eine Menge Tobak, der hier für uns reinkommt. Ich weiß nicht, wie lange ich streamen will, wenn die Geschichte immer mehr und mehr und mehr wird und wir noch weit genug vom Ende entfernt sind. Weil noch eine Stunde hiervon? Alter Falter, ich habe das Gefühl, mein Kopf fängt an zu rauchen. Oder Regenbögen kommen ja aus den Ohren raus oder sowas gerade. Oh, I get it now. Ja, Bremen müsste sein. The three wards all overlapped each other. Who knew? And I think I figured out the transporter more or less. So, where is our destination? It appears as if you finally arrived. Zero. You asshole. Where are you? Let me make one thing clear for you. I no longer exist in this world. In the current history, I was executed by one among you. Your fellow teammate, Carlos. Hey, well done. What? As such, I will be unable to answer any of your questions. You are speaking to a recording. Natürlich. If you are desperate for answers, I suggest finding me where I am alive. Unfortunately, in that history, our positions are reversed,
and the three of you are dead. But if you do come, I will share vital information. Hierbei noch. I'll be waiting to meet with you. Ja, wenn das Delta ist, na dann Halleluja. When we died? God damn it! Where is that? Die Halsbänder? Oder der Knopf? Ja. Psycho, wir haben schon zwei WTF-Momente durch für heute. Deswegen sage ich ja, mein Kopf. I know. Ja. It's the one where we were executed. What? Then how the hell do we even jump to that history? We can't shift there if our bodies are already dead. Oh, so that's it. We're going to transport. If we pull this lever. Killer Q! He's... Penalty. Penalty. Time to exterminate. Go ahead, Akane. Junpei! Huh? What are you saying? It only works with one person in each. At least that's what Diana told me. So no matter what, we can only transport two people at once. What are you guys doing? Go now! What? I'll definitely catch up with you. I promise. Trust me. Hey, shift mal wieder. After the transporter has been used once, it won't work for a while. We'll hold you to it. I promise. I've never broken one before. And I won't now. Die Ironie an der ganzen Sache ist, ja, sie werden zwar transportiert, aber die beiden wachen ja trotzdem hier wieder auf. Das heißt, die werden gleich trotzdem von Q umgebracht werden, wahrscheinlich. Der Blick muss Gold wert sein, der dann kommt. We're counting on you, Carlos. Der Roboter lässt sich einfach mal so runterhalten von Carlos. Also der scheint nicht sehr gut zu sein, dieser Robby. Dieser Q. Oh, Soundeffekt, Leute. Ach, immer wieder schön. Are they gone? Was kommt jetzt? Maria, is that you? I heard you calling out, so I... Maria! Maria! You know I'll be waiting for you. I'll never stop waiting. So... Yeah, you're right. There's no way I'm gonna die here. I can't die here! Ja. Das Ding wird erstmal nicht mehr benutzbar sein. Guess I can't use this thing anymore. Well, wouldn't have worked for 10 months anyways, so doesn't matter. What do I do now? The place they transported to. How do I get to the history where we were executed? Todes-Sache. As Junpei said, my body's dead there, so I can't shift. Wait a minute. Then... Noch früher, oder? What the... I don't understand. But this doesn't look good. No, wait! This isn't bad. This is actually... It's my chance.
Okay, jetzt hat Shiften sogar auch schon einen Chidori-Soundeffekt gerade bekommen. In Ordnung. Und eine blaue Feuerexplosion. Ich meine, warum nicht? Es geht los, Leute. Ich bin im Brainfuck-Modus. Warum auch nicht? Ah, und jetzt haben wir hier einen Mond. Okay. Und da haben wir grün. Moment, jetzt ist die Frage, was von den beiden ist was? Ich tippe mal, das ist die Sache, wo Carlos jetzt hinspringen wird. Aber was ist die Q-Sache hier gerade? Da wo, genau, wahrscheinlich da, wo jetzt Eric Carlos über den Haufen geballert hat und wie es da weitergeht. Was wollt ihr? Die vermutliche Eric-über-den-Haufen-Schieß-Geschichte? Oder wollt ihr diesen Mond, wo wahrscheinlich jetzt Carlos irgendwo rausgemacht hat, in der geschiftet ist? Könnt ihr mal schreiben. Mal kurz was aufschreiben. Charon, das wirst Eric töten. Das ist eine gute Idee. Auch einen neuen Zettel. Oh mein Gott, es wird nach einer Pause verlangt. Wollen wir kurz eine Pause machen, Leute. Wollen wir kurz 10 Minuten Pause machen. Dann könnt ihr was essen gehen. Ja gut, wir machen gleich die Eric-Töten-Sache, wenn wir es können. Also wir machen dann gleich bei grün weiter, okay. Dann kann ich ja mal wieder den Pausenbildschirm auspacken, kurz für 10 Minuten. Wo habe ich denn den fucking Timer? Timer, Twitch-Timer, da haben wir es ja. Twitch-Timer, du musst auch laden im Hintergrund, wenn ich hier was eingebe. Dann müsst ihr euch einen 10 Minuten Pausentimer denken, wenn der hier nicht laden will. What the fuck? Wahrscheinlich kommt wegen dem Upload gerade der Befehl nicht im Internet an. Der ganze Upload geht gerade in Ping Ping in den Stream rein, deswegen kommen keine Befehle bei dem Digga. Okay. Kann leider keinen Timer irgendwie einstellen, das ist das Blöde. Oh, Moment, es reagiert! Gehen wir mal kurz hier schon mal rüber. Ich habe mir keine Kamera eingestellt. Ah, ich muss die Kamera hier noch einstellen. Verdammt, Sekunde. Wo ist es? Medienquelle? Nee, ist nicht Medienquelle. Kamera wahrscheinlich. Fensteraufnahme, nee. Audio, Bild. Nee, Bild ist schlecht. Bild ist ganz schlecht. Videoaufnahmegerät. Da ist die Webcam. Da. Nein! Warum so groß? Warum in der falschen Ecke? Warum enttäuschst du mich, Programm? Das ist unfair. Ich hatte eigentlich schon gelogged, von daher Sign-in. Und vor allem mein Rahmen fehlt auch noch. Wo ist mein toller Rahmen für meine Webcam hier? Jetzt ist das Ding auch so riesengroß. Meine Fresse. Muss ich später mal angleichen. Mann, sieht das scheiße aus. Ich bin mit Twitch verbunden. Ihr könnt jetzt alle schon auf Klo rennen, wenn ihr wollt. Ich mache jetzt sowieso das Ding hier wieder aus, die Webcam, sobald der Timer läuft. Von daher, denkt euch mal, wir machen Pause bis 50 oder so. Irgendein Gnom aus WoW. Ihr seid aber groß. Ja, stimmt, ich kenne den Spruch sogar noch. Fucking Auswahl von Gnomen. Am liebsten würde ich es irgendwo eintragen. Na gut, Leute, das dauert ewig, bis ich hier was gemacht habe und ich will auch ganz kurz AFK. Denkt euch, wir machen kurz Pause bis 21.50, würde ich sagen. Also bis gleich. Also die Musik noch zu Ende laufen für eine Minute. Und dann machen wir weiter. Die Musik in dem Menü wäre jetzt irgendwie ziemlich merkwürdig, oder? Zero Escape! Oh Leute, ich glaube, wir machen noch so eine halbe bis dreiviertel Stunde. Das Spiel verlangt jetzt im letzten, vermutlich letzten Teil doch so einiges. Und ich frage mich überhaupt, ob ich es will,
dass der Flowchart nachher erweitert wird. Ah, hier oben sind wir jetzt gelandet, interessanterweise, oder wie? Nee. Da sind wir jetzt. Execution. Ach, das ist der gesamte Storystrang, der jetzt aufgesplittet wurde dafür. Moment. Der sieht ein bisschen anders aus als vorher. Dezent. Aha, okay. Ja, ist ja gut Spiel. Na denn. Hoffen wir, das Ganze jetzt ein bisschen sehr in die Länge gezogen. Oder habe ich einfach was Falsches ausgewählt? Nö. Es fehlt ja nicht mehr viel, aber es reicht noch für einen Stream, wenn ich bedenke, dass wahrscheinlich die Länge des Endes auch entsprechend nicht lang ausfällt. Was ich eben meinte, nur ich habe irgendwie die Zweifel, dass ich, ob ich will, ob der Chart noch erweitert wird, wie es in Teil 2 der Fall war, mit den Strängen, die wir am Anfang des Spiels nicht sehen konnten. Ich glaube, ich weiß nicht. Na gut. Machen wir weiter. Ihr wolltet Eric umbringen, wenn's geht. Naja, sie war relativ laut eingestellt, gebe ich zu. War ja für die Pausenmusik. Das sollte jetzt besser passen wieder. Oh, jetzt ist Q dran offenbar, na denn? Jupp, der ist weg. Zufrieden, Enrica? Why? Why? Shut up! He was trying to make me look the fool. He probably figured I wouldn't shoot. Looks like he figured wrong. No! No! Hey, cut that out, Eric. No. I won't stop. Not until you're all dead. Why? Sei doch mal zufrieden. Didn't I say already? Because one of us is the one who killed Mira. Ja, du warst es. Fang mit dir an. It's you, isn't it? I told you, it's not... You're gonna have to prove it. Proof? I don't have any... Then I'm killing you. Wait! Please, wait! Ich kann meinen Kopf abnehmen, das ist der Beweis dafür, dass ich dich umgebracht habe. Auf geht's! I know. Maybe. Ja... Ja, gut, dass die Kamera gerade raus und wieder reinzoomt. Maybe what? Maybe if I take this helmet off, I think you'll understand then. Warum sollte er? So, your face will prove your innocence. So kann man es auch sagen, ja. Fine. Take it off. Was soll das helfen? Wenn du den Kopf abnimmst, dann wird er nur noch mehr Leute abballern. Das sehe ich doch jetzt schon kommen. The number for this is... I think it's... Die Nummer. Wahrscheinlich diese hier. Zeitlimit? Nö. Zero hatte die Zahl gesagt, aber hatte ich das nicht was anderes ausgeschrieben? Viel Spaß für die Nummer, aha. Ich habe den einen Code noch, den Zero uns gesagt hat, 61404091. Der Strich in dem Sinne fehlt schon wieder, die Sache ist, der Code ist zu kurz. Selbst wenn ich jetzt eingebe. Kann ich rückwärts machen? Ja, ich kann rückwärts machen. Ach so, ich dachte gerade, das wären zwei Ziffern jeweils, die man da eingeben müsste. Boah, Mann. Ich dachte, das wären
jeweils zweistellige Zahlen, die da eingegeben werden müssen. Ach, das ist meine Güte. Na denn. What? Are you serious? Aha. It can't be. No. Yeah. I'm not human. Und du glaubst jetzt, deswegen wird Eric dich nicht erschießen? That makes you even more suspicious. What did I say? It's because I'm not human that I can't be. What do you mean? Blood? It's white. Yeah. Not red. So what? Remember how Mira had some skin and blood under her nails? Ah ja. Das ist die Erklärung jetzt. Wait. Well, I guess you wouldn't because of the memory loss, but... No. No. You're right. When I tried to revive Mira... I took a look at her. Das war ein Zufall. Then you realized, I think the skin and blood is that of the killer. Before Mira died, I think she did her best to resist. I see. I suppose you're right then. You didn't kill her. But no. It doesn't change the fact that you existing is suspicious. Jeder existiert ist verdächtig für ihn. I mean, come on. Why is a robot here? Well. Yeah. Because Zero brought me in. What the? Zero created me so I could support him in this game. Und zwei Gründe, ihn zu erschießen ab jetzt. I knew it. Wait, Eric, out of my way. I'm gonna kill him. Please, just calm down, Eric. Shut up. If what he said is true, then he would be able to tell us who Zero is. Darf ich das jetzt eingeben oder wie? Das wär's. Und rauszoomen und wieder reinzoomen. Und wieder reinzoomen, sehr gut. Schwarzausblende sinnvoll. Do you? No. Nö. Aha. Fine. If you know, then tell me right now who the real Zero is. Gap. What's the name of the bastard who locked us up and forced us to take part in this messed up game. Zero's name is... Habe ich hier Flowchart? Sekunde, ich will das sehen. Ach verdammt, ja gut, wir nehmen den kleinen Flowchart. Ist egal, dann finde ich es schneller. Okay, ich kann nur richtig oder falsch sagen. Ich dachte, es wäre wieder so ein schöner Moment, wo ich sagen könnte, Sigma ist es, sie ist es, du bist es. Oh ja, bitte gib mir einen Eric. Soll ich Eric eingeben? Soll ich? Dio wäre auch eine gute Antwort. Ihr wollt den Eric da drin stehen haben. Na gut, zum Gucken. Eric war's! Und bumm, tot. Me?
So you're saying I'm Zero? Yes! You're the bastard! You fucking brat! Sehr langes Ending. Die beiden denken sich nur, what the fuck Animation? What the fuck Animation? Oh, screw it. I'll just kill all of you. Die Schrotflinte hat sehr viel Munition, was er für dich nachladen muss. Er hat sich nicht mal selbst umgebracht, Mann. Das ist doch öde. Na, wenigstens etwas Gutes. Mira. Ich denke nur, der Anfang der Szene mit Eric, wie er seinen Namen sagt, ist da die Sache, Remem. Ich denke, wenn ich jetzt zum Beispiel Sigma eingeben würde, dann würde das Anfang anders aussehen und er würde einfach Sigma zuerst erschießen, danach dann alle anderen. Also in jedem Fall ist es immer ein Game Over. Ja, Jezebel, das denke ich mir auch manchmal. Also nochmal. Eric's Confusion, so heißt das Ending. Sehr gut. You are Zero, Eric's Confusion. Okay. Also müssen wir jetzt auf Delta tippen. Oder vielleicht auch eher auf Sean. Ich meine, er hat ja gesagt, er wollte die Augen das Leben durch die Augen von dem kleinen Jungen oder durch die Augen von Q sehen können. Und er ist dann ihm nachempfunden. Testen wir erstmal Delta. Woher Q das wissen soll, ist die Frage. Ist eine Antwort anscheinend. Zero. The real Zero is. You, Delta. Delta? Der Hund. Yeah, me too. Oh yeah, you guys wouldn't know. Because you transported into this history. Oh, would you stop yapping, Sean? This old man's name is Q. That's right. That's what he was called at DCOM. Yeah, I called him that. And Mira, she always called this man Q, too. What? Then... What? Wir spielen Delta! Oder wie? Wir sind Zero! Yes! Ich bin das clevere Mastermind-Genie! Der Kameramann ist schuld! Jawoll! Ja, also nein, der Typ, wo kommt der her, der fährt die ganze Zeit im Rollstuhl hier durch die Gegend, sieht so aus, ich meine, okay, Q ist ja noch am misstrauischsten im ganzen Spiel. Aber der Typ fährt hier rum, hat bis jetzt kein Wort anscheinend gesagt, weil wir den ja spielen, wird Q genannt und auf einmal ist... Wer soll sonst Zero sein, außer der grimmig lookende Mann mit der Brille auf dem Kopf hier? Oh. Okay, hier nach der Szene ist gleich Schluss, Leute. Ich geb's auf. He stood. This guy totally stood. You're completely correct, Sean. My real name is Delta. He spoke. Diese Stimme, dieser Synchronsprecher, den kenne ich irgendwoher. Ich weiß nicht gerade wo. You're supposed to be deaf. Okay, and here we are.
All of you will be living together here in the decom facility. The old man in the wheelchair, too? Uh-huh. His name is Q. It should be obvious, but he can't walk. What's more, he can't see or hear, either. He can't hear? Nope. But then why? Strangers living together on Mars for an extended period of time? What kind of problems would that bring? How would the subjects figure out solutions to the resulting troublesome situations? According to the DCOM staff, that's what the experiment was trying to determine. Like the chair-bound old man. They put us in a difficult position on purpose. To observe how we get out. So, you're saying it was all a lie. And your eyes. Alien! Woo! This is... Kameras. There are a large variety of security cameras in place throughout the shelter. A feed of all the footage is fed in, and they all appear there. So, you used that to spy on us the whole time? Yes, I did. However, it is limited to those histories where I am alive. Alive? Histories? Hey, Sigma! Go take off his clothes! Huh? Just hurry and do it! There is no need. This is what you wanted to see, correct? You bastard! Hold on, don't do it, Eric! If you shoot, we won't be able to ask him anything. So, was it you who killed Junpei too? No. Mira was the one who did that. What? She was, in a sense, a collaborator. She was a necessary element of my plan. But it wasn't that I gave her a specific set of orders. I simply let her roam free and do as she pleased. Oh, I did exempt her from the drug injections. Then why? Why'd you kill Mira? She's a serial killer. The Heart Ripper. Many innocent people lost their lives because of what she's done. Ich kann nicht mehr. I only gave her due punishment. What are you talking about? Stop bullshitting me! It's the truth. In another history, you and Diana and Sigma were all murdered by her. Shut up! You're just making shit up! I will never believe you! There's no way my angelic Mira would ever... Und jetzt nimmt ihn die Schrotflinte weg. Shoot! We haven't asked him everything yet! Shut up! I don't care! The X door will never open again! It'll open! Of course it will! What? So, should we ask him how? Right. The old man, Delta. Das war das erste Bild, was mir gefallen hat, was ich beim Thema Mindfuck gefunden habe auf Google, Leute. Nehmt's mir nicht krumm, aber so fühle ich mich gerade irgendwie so ein bisschen. I get it now. We need this boy. I mean, Sean. He needs to get direct access to the central control computer.
is that right? But... What? To connect to it directly, I need to extend a cable from my neck and plug it into the console jack that's inside. But, well... It looks like the cover is shut. Yeah. We would need to open this first. What's the code? Code? Don't play dumb. The code to open the damn cover. It's 3808-0832. Sekunde, da habe ich ganz kurz das Spiel nicht mehr im Blick gehabt, von daher. Proceed. It opened. Now we just need to extend the cord and connect it. Okay. It's ready. Yeah, okay. Just wait a sec. Okay. I'll open the exit. Dann bitte nicht, Eric ist einfach ausgeflippt. Bitte nicht. Huh? Why? No! No, My hand just... I have no more use for this history. Uh-huh. There's only one thing left to do. No! Wait! Don't... Ach, deswegen sind die Animationen im Spiel so hölzern, wegen Mind Control. Jetzt wissen wir's. Wenigstens etwas. Mom. Ja, das wissen wir schon. Credits? Credits. QN Nummer 2, die Vogelmaske. Ja, Leute, beim nächsten Mal haben wir noch zwei Endings vor uns, wie es aussieht, glaube ich. Denke ich, vielleicht. Nur wenigstens hier noch zwei Erinnerungsstücke und hier noch zwei Stück und da mal den Mond in schön und nochmal zwei Stück und ja, Halleluja. Ja. Es ist so... Oh. Ich will nicht sagen, es ist schlecht. Ich will nicht mal sagen, es ist schlecht, aber es ist so... Das ist übertrieben konfus. Wenn man denkt, Teil 1 und Teil 2 waren schon schlimm. Es gibt irgendwo so einen Punkt, wo ich als Zuschauer oder als Spieler einfach sage, das ist schräg, das ist crazy und nein, ihr habt's übertrieben. Wenn ich die Hand über die Kamera hebe, hier oben, da ist irgendwo Schluss. Also wenn ich die Hand nicht mehr sehe, dann die Hand existiert nicht mehr, dann ist einfach Hand ist ab und da ist, nee. Es ist so übertrieben, na mein Fuck und ganz ehrlich, oh, da muss jetzt noch... Oh, oh, oh.
Oh, es tut in der Seele irgendwie weh, dass der dritte Teil irgendwie so weitergeht. In vielerlei Aspekten. Es tut so weh. Aber gut, wenigstens haben wir daraus eine Sache gelernt. Wenn wir den zeitreisenden Sigma zusammen mit Diana packen, dann bekommen sie irgendwann ein Alien-Baby, was zum Telepathen, zum Telekinetiker wird, der dieses ganze Spiel ins Leben ruft. Also, wenn wir diese ganze Scheiße verhindern wollen, was machen wir? Genau, wir töten einfach wieder bei Sigma. Das ist super. Ist super, okay. Ich bin putt. Ich bin aus. Nein, ich bin tot. Nein, nein, nein. Nein, 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 nein. Ich will hier raus, da wollte ich raus, genau, da will ich raus. Von mir aus ist Delta kein Alien und jetzt hör auf zu backstehen, verdammt nochmal, Neko, langsam reicht's mir, ey. Der hat fucking Alien-Augen, erzähl mir nicht, dass es normal ist. Erzähl mir nicht, welche Umstände auch immer da waren, ihr könnt mich erzählen, dass das gut ist. Dass das nicht übertrieben ist. Danke, diese Schacher und Schreddelt, schreit schon VTF, ey. Nee, ich bin raus. Nee, ihr kriegt jetzt Musik und dann seid ihr auch weg, so, tschüss. Nee, ich will Musik. Nee, Sekunde. Moment, nein, 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 darauf belasse ich das nicht. Nein, 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 Moment. Darauf belasse ich das nicht. So, hier, bitteschön. Da. Bis zum nächsten Mal. Eine schöne Musik. Die Musik muss wenigstens stimmen, aber ist mir scheißegal. Ich hab nichts mehr zu sagen. Guten Abend. Tschüss. Danke fürs Followen, gamestv.-de. Ich weiß nicht, wie viel du davon mitbekommen hast, aber es tut mir leid. Danke fürs Followen und gute Nacht.